Hallo zusammen, vor 2, 3 Wochen habe ich ein Video gemacht, ich verlinke es euch in der Endcard, wo ich ein Tierarztfahrzeug umgebaut habe oder nicht umgebaut. Da kam die Kritik, dass ich auch mal zeigen soll, wie es nachher aussieht. Jetzt hatten wir wieder so ein Tierarztfahrzeug. Der hatte bis jetzt diese Kühlbox drin. Das ist eine Kühlbox Wemo, in der Schweiz hergestellt, früher mal in Italien, bei Wemo Italia. Also die Kühlbox war jetzt 19 Jahre professionell im Einsatz. Ja, wir haben jetzt hier statt der alten Kühlbox eine neue Kühlbox, eine B31P. Ich verlinke die in der Endcard. Und wenn ich zum Beispiel hier drauf drücke, Plus und Minus miteinander, zweimal die Set-Taste, steht hier 13,14 Volt. Das ist die Spannung, die momentan hier von der Batterie kommt. Zur Batterie, wir haben hier hinten so ein Fach. Hier ist eine neue Batterie drin, vorher war eine Optima drin, jetzt ist eine Wemo drin. 100 Ampere. Und wenn ich dann hier schaue, das ist das Batterie-App, die ist jetzt 99% geladen und ich habe eine Spannung von 13,28 Volt. Also nochmals zur Box. Hier zweimal miteinander drücken, zweimal hier drücken, dann kommt 13,15. Also gut. Fast identisch. Wir haben hier 13,28 Volt und Ampere 0. Und wenn ich jetzt hier Set drücke, kommt 5. Das blinkt. Da kann ich hier runterfahren auf minus 18 Grad. Diese Lampe geht an. Wechselt von Rot auf Grün. Der Kompressor fängt zu starten und wir sehen jetzt hier, die Stromaufnahme vom Kompressor ist 3, irgendwas Ampere minus. Weiter haben wir in diesem Fahrzeug drin ein Samenkocher, ein Spermatherm. Wenn ich jetzt den Spermatherm hier einschalte, sehen wir, es ist ein bisschen verzögert, geht der Strom hoch auf 7 Ampere. Das heißt, ich ziehe jetzt von der Kühlbox her Strom und vom Samenkocher und den setze ich jetzt wieder hoch auf die plus 5 Grad, 4 Grad. So sollte er ausgehen. Es kommt die rote Lampe, Kompressor geht aus und der Strom sollte hier zusammensacken auf diese 4 Ampere, die der Spermatherm braucht. Wir sehen jetzt das Auto hier von vorn gegen hinten, wieder die Batterie unten drin. Und hier sitzt ein Ladegerät, ein 20 Ampere Ladegerät und hier ein Ladebooster, der jetzt zwar komisch blinkt, aber das ist richtig so. Das ist so abgemacht, dann legt er die Kabeltrommel auf den Fahrersitz, dann merkt der Fahrer, dass er die Kabeltrommel ausstecken muss. Wenn ich jetzt die Kabeltrommel ins Ladegerät einstecke, hören wir das Ladegerät brummen und wir sehen, dass hier 14,14 Ampere kommen. Ziehe ich wieder aus, lasse ich den Motor laufen. Dann sehe ich, dass der Strom sollte jetzt über den Ladebooster hochregeln. Und wir sehen, der Ladebooster kommt. Er lädt jetzt mit 26 Ampere in die Batterie rein. Sobald der Motor wieder ausgeht, geht auch der Ladebooster ein bisschen verzögert wieder auf Null. Ja, wir sehen hier die Verdrahtung, das sind die 4 Kabel, zweimal Zuleitung vom Ladegerät und vom Ladebooster, dann die 2 Verbraucher, Spermatherm und
Kühlbox. Wir haben hier noch zwei Sicherungen, die sind hier ein bisschen fliegend, unten versteckt. Und wir haben hier die Temperatursonde, die kleben wir noch an auf der Batterie vom Ladebooster. Und hier drüben dann auch die vier Kabel, die so verdrahtet werden. Und hier gibt es jetzt einen Deckel drüber. Hier gibt es noch den Deckel drüber. Und hier habe ich dann so ein kleines Abladefach, was hier gebraucht wird. Ja, das ist das von diesem Tierarztfahrzeug. Simpel, einfach. Ladung über 230 Volt, Ladegerät und auch während der Fahrt. Ob ich jetzt hier einen Tierarzt habe oder sonst ein Fahrzeug, spielt eigentlich gar keine Rolle. Was hier dann auch mal irgendwann noch kommt, ist wahrscheinlich die Stromversorgung für einen Laptop, aber das ist eine zweite Reihe. Hier verlinke ich euch das Video über die Kühlbox B31. Hier unten das Kühlbox, was ich im Anfang erwähnt habe, über das Tierarztfahrzeug, was ich vorher vorgestellt habe, vor dem Umbau. Und hier unten noch ein Video zum Ladebooster. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.